Befindet sich Deutschland im Krieg oder ist es richtig, was die politisch Verantwortlichen uns sagen? Das ist eine reine Aufklärungsmission. Wir stehen vor einem Tornado und den hat mein Gast im Dialog, Walter Jertz, geflogen, über 1000 Flugstunden. Und Sie waren auch bei der NATO Verantwortlicher. Ist das ein Kriegszustand, in dem sich Deutschland befindet in Syrien? Also für mich ist der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat sehr wohl eine Auseinandersetzung, die man mit einem Krieg vergleichen kann. Und deswegen würde ich auch zusammenfassend für mich sagen, jawohl, Deutschland ist im Krieg, auch wenn es keine formelle Kriegserklärung gegeben hat.